Der Duero hat über Jahrmillionen ein Flusstal geschaffen, das die Hochebene Kastiliens, die auf ca. 900 Meter über dem Meer liegt, entzweischneidet. In dieser idyllischen Tallandschaft kultivierte man bereits zur Römerzeit Reben. 1146 wurde das Kloster Santa Maria de Retuerta gegründet. Das Klima ist kontinental, das heißt sehr warm und trocken im Sommer, teilweise sehr kalt im Winter. Aufgrund der Höhenlage zählt das Gebiet zu den kältesten ganz Spaniens. Auch der Frost ist hier eine Gefahr, denn vor Minusgraden sind die Reben in der Regel nur von der ersten Juniwoche bis Mitte September gefeit. Entsprechend ist die Vegetationsperiode kurz. Im Herbst hat es am Morgen oft Nebel, der sich zaghaft im Verlaufe des Vormittags auflöst und der Sonne Platz macht. Die Morgentemperaturen sind dadurch tief, was ideal für die Traubenreife ist. Diesem strengen Klima ist es jedoch zu verdanken, dass gerade hier entlang der sogenannten Goldenen Meile Weine von außerordentlichem Charakter und höchster Güte entstehen. Bei Niederschlägen um 300 mm Regen pro Jahr spricht man von wüstenähnlichem Klima. Der Regen fällt im Frühjahr, was für den Austrieb der Rebe sehr wichtig ist, und im Herbst. Die ganze Welt der großartigen Böden ist auf Abadía Retuerta auf einem Fleck vereint. Kiesböden, die an jene im Medoc erinnern, wechseln ab mit Kalk, Sand und Tonböden. Über 50 Pagos oder Krü, um den Ausdruck der Burgunder zu gebrauchen, wurden klassifiziert und ausgeschieden. Bevor die Lese losgeht, wird der Reifegrad des gesunden Traubengutes kontrolliert. Dabei müssen verschiedenste Parameter, wie etwa der Zuckergehalt, die Fruchtsäure oder die phenolische Reife, im Einklang stehen. Das kann über die Jahre hinweg nur sichergestellt werden, wenn die Traubenqualität von A bis Z konsequent, methodisch und rigoros geprüft und analysiert wird. Die Ernte erfolgt zwischen Mitte September und Anfang Oktober. Das gesunde, reife Traubengut wird noch wie eh und je von Hand gelesen. Dadurch lässt sich schon eine erste Auswahl der besten Trauben im Rebberg realisieren. Es wird ein hohes Qualitätsniveau angestrebt. Kompromisse auf Abadía Retuerta gibt es nicht. Die Kellerei inmitten der Rebberge passt sich harmonisch in die Landschaft ein. Die Transportwege sind äußerst kurz, was klar einen Qualitätsvorteil darstellt. Für die Kelterung von großen Gewächsen ist eine zweite manuelle Selektion des Traubengutes unumgänglich. Das ist zwar eine kostspielige Angelegenheit, für die Qualitätssicherung ist sie jedoch von größter Bedeutung. Nur so gelangen vollreife, gesunde Trauben mit 1A-Qualität in die Gärtanks. Oberste Prämisse im Keller: Sauberkeit, Gravitation und Kontrolle. Er wurde so angelegt, dass der Wein niemals umgepumpt werden muss. Damit die Weine der einzelnen Parzellen auch separat gekeltert und ausgebaut werden können, ist eine große Zahl von verschiedenen Edelstahltanks installiert worden. Im Ausbaukeller regiert dagegen das Eichenholz. Die Jungweine werden in französischen, aus den Wäldern von Allier und den Vogesen, und in amerikanischen Eichenfässern, den sogenannten Barrique, ausgebaut. Die Fässer werden vor ihrem ersten Gebrauch auf Herz und Nieren kontrolliert. Auch hier gilt, nur das Beste ist für den Weinausbau gut genug. Während der Reifezeit ist es unabdingbar, dass der Jungwein von Zeit zu Zeit umgezogen wird, wie es im Fachjargon heißt. Wie soll dies aber nun geschehen, wenn nicht gepumpt werden soll, respektive werden darf? Pascal Delbecq, der technische Direktor und weltbekannte Berater aus Bordeaux, hat sich dafür etwas ganz Besonderes, Neuartiges einfallen lassen. Die Barriques sind auf einem drehbaren Gestell übereinander gestapelt. Zusätzlich werden die Fässer mit einem zweiten Loch versehen. So kann der Jungwein vom oberen Fass mittels Schwerkraft ins darunterliegende Fass umgezogen werden. So einfach wie das tönt, so genial ist diese Erfindung. Abadía Retuerta Le Domaine ist das exklusive Luxushotel, das ein elegantes Ambiente mitten in den Rebbergen bietet. Der Prämonstratenserorden baute 1146 diese Abtei als erste Außenstation in Spanien. 1662 brannte sie bis auf die Grundmauern nieder. Sie wurde wieder aufgebaut.
Von Napoleons Truppen auf ihrem Streifzug im Jahr 1809 verschont, überlebte die Abtei bis in die Neuzeit. Abadía Retuerta ist seit 1931 ein nationales Kulturerbe und zählt zu den Gebäuden von historischer Bedeutung. Im 21. Jahrhundert hat sie eine neue Bestimmung erhalten. Ein Fünf-Sterne-Hotel, wo der Gast im Zentrum steht. Abadía Retuerta Le Domaine steht als Zeichen für Gastlichkeit auf höchstem Niveau. Das gewachsene Miteinander von Ästhetik, Geschichte, Architektur und Philosophie wurde während der umfassenden Renovationsarbeiten respektiert. Mit viel Liebe zum Detail und unter der Erhaltung der alten Bausubstanz aus der romanischen und barocken Epoche ist die ehemalige Abtei umgebaut worden. Zeitgenössische Inneneinrichtung in Symbiose mit historischen Mauern, das erzeugt eine gewisse Spannung, wirkt aber gleichzeitig auch entspannend. Beim Umbau wurde an vieles gedacht, an das Wohlbefinden der Gäste, an die Rekonstruktion der historischen Substanz und an den ökologischen Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Abadía Retuerta Le Domaine ist ein Ort der Begegnung, der Meditation und der Inspiration. Der Kreuzgang der Abtei, wo die Mönche über Jahrhunderte sich austauschten und philosophierten, wurde in seiner Schönheit und Schlichtheit sanft renoviert und erscheint nun in seinem ursprünglichen Glanz. Ein Blick in den Innenhof und man fühlt sich in vergangene Zeiten zurückversetzt. In den historischen Mauern wurde ein Gourmet-Restaurant eingerichtet, das stilvoll mit modernen Möbeln, Antiquitäten sowie Kunstwerken aus verschiedenen Epochen ausgestattet ist. Die Küchenbrigade führt der Schweizer Küchenchef Urs Bieri an. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie die Qualität der Küche mit der des Weingutes in Einklang zu bringen ist. So, das ist ein Teller, so wie wir ihn etwa machen bei uns, aber die Retuerta. Wir kochen eigentlich prinzipiell mit Frischprodukten und ich schaue auch, dass ich auch von der Region Produkte einbeziehe. Gleichzeitig möchte ich aber auch internationale Sachen einbauen, die man da nicht so kennt. Mal, wünsche einen guten. Der Sommelier kann zu den Kreationen von Urs Bieri auf einen bestens bestückten Weinkeller zurückgreifen. La Bodega nennt sich diese unterirdische Schatztruhe, die unter anderem auch eine komplette Sammlung der Weine von Abadía Retuerta aufweist. Jeder Jahrgang, jeder Pago kann bestellt und unter perfekten Bedingungen kredenzt werden. Das Sortiment von Abadía Retuerta ist so einfach wie überzeugend. Die großen Gewächse aus den Einzellagen, separat vinifiziert und ausgebaut, bilden das Qualitätsdach von Abadía Retuerta. Sie sind der Ausdruck des großen Terroirs, der Rebsorten und der großen Weinmacherkunst. Für Durchreisende oder Hotelgäste, die gerne ein Gewächs degustieren möchten, steht die Vinoteca mit viel Ambiance und Stil zur Verfügung. Sensorische Erlebnisse und weintechnische Informationen können mit einer ausgebildeten Fachperson ausgetauscht werden. Abadía Retuerta wurde in der Absicht wieder aufgebaut, um charaktervolle Weine mit Stil zu keltern. Nach über 20 Jahren intensiver Arbeit ist man auf dem besten Weg, diese Vision zu realisieren.